Willkommen zurück zu einer weiteren Han Solo-lastigen Folge Star Wars, die Skywalker Edition. Freut mich, dass du da draußen wieder ganz solomäßig unterwegs bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Lego-Freaks, die das letzte Video mit einer kleinen Bewertung unterstützt haben. Gewinnspiel läuft, ihr könnt es gewinnen, zweimal insgesamt für die PlayStation 4 oder 5, ist egal, denn es ist wieder so ein Key, der funktioniert für beide. Kann man dann kostenlos upgraden. Ist gar kein Thema. So, Luke, hier kannst du irgendwas machen. Einfach nur bewerten und kommentieren mit Discord. Discord in der Videobeschreibung. Know what I mean. Was hat das jetzt gebracht? Jede Menge Dots. Nippel. Lego-Nippel. So, du kannst hier hin, mein kleiner Freund. Gehen wir mal ran. Ach, wieder hier so ein kleines Riddle. Ist aber auch immer dasselbe Riddle, ne? Was ist nur heutzutage... Mein Drehen geht so. Was ist heutzutage nur mit den Games los, dass die immer sagen, okay, eine Mechanik ist ganz nett. Hat er Spaß gemacht? Ja, war ganz nett. Ja, wir machen das 2000 Mal. Verstehe ich irgendwie nicht, dass man da nicht wenigstens 4 Rätsel macht. Aber es ist halt wirklich, bis jetzt habe ich es wie oft gemacht? 5, 6 Mal und es war halt immer identisch. Das ist ein wenig schade. Also, was hat es eigentlich gebracht? Was hat das Rätsel jetzt eigentlich gebracht? Wupp, 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 wupp. Okay, wir müssen den alten Vogel wieder flott machen. Ich habe doch noch irgendwo ein Rätsel gesehen. Hier. Bip, bip, bup, bip, bup. Und? Ist es dasselbe? Ja, das meine ich. Ja. I don't know. Machen sich die Entwickler heutzutage ein bisschen zu leicht? Vielleicht. Vielleicht. Okay, was hat das jetzt gebracht? Okay, er motzt so ein bisschen vor sich hin, aber ich habe keine Ahnung, was jetzt der Sinn davon war. Hier liegen jede Menge Teile rum. Ah. Eine Stromfalle. Oder ein Geschütz. Oh, ich mach mal die Falle. Wahrscheinlich kommt hier noch ein großer Angriff. So, dann haben wir noch den kleinen Frendo hier drüben. Ah. Okay, was schneiden wir denn hier kaputt? Alright. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Ah! Okay, das ist cool. Aber es macht Spaß, das Spiel. Ja, also versteht mich jetzt hier nicht falsch, nur weil ich ein bisschen Kritik geübt habe, heißt es nicht, dass ich keine Freude habe. So, das muss hier hin. Ben, lässig, Alter. Richtig lässig, ne? Der Falke repariert sich nicht von selbst. Wenn ich ehrlich bin, ich will Chewie spielen. Aufgepasst mit dem Cockpit. Und verlier mir die Würfel nicht. Alter, die Falle ist ja fies. Voll die Assi-Falle. Sind immer so viele Sturmtruppen in Mos Eisley? Ach, das Ding haben wir lahmgelegt. Ich weiß nicht. Gewöhnlich gehe ich ihnen aus dem Weg. Ah, witzig. Feuer frei. Und gebams. Nichts getroffen, aber naja. Der Wille zählt. Ach, die Falle kann ich sogar wieder neu bauen. Witzig. Wow, 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 wow. Ich hole mir die Falle definitiv zurück. Moment. Beeilung, 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 Beeilung. No, schnell. Da ist sie wieder.
Okay, dank der Fürsorge. Oh, der ist dick. Kommen jetzt nur hier welche, oder wie? Ja, easy. So, Falle steht. Okay, jetzt geht's hier anscheinend weiter. Ah, okay, cool. Ja, es hat schon seine Momente. Komm. Alright, nächste Runde. Sollen wir etwa Müll nach ihnen werfen? Bring gefälligst die Kanone an! Für Höflichkeiten haben wir jetzt keine Zeit, Kumpel. Wir sind fast bereit. Mach weiter, Chewie. Okay. Chewie, mein alter Handwerker, ne? Und da geht's schön auf die Lippe. Aber okay, was hat das denn hier gebracht dann? Das weiß ich jetzt wirklich nicht, weil das haben wir auch gehackt. Mit dem guten alten R2-D2. Okay, da hinten kommen keine mehr durch. Piu, 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 piu. Oh, ich bin ja schon bei Lila. Das sehe ich ja jetzt erst. Wow, 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 Granate. Jungs, Selbstmörder, Sprenger, Vorsicht. Alter, Freunde, nicht gut. Chewie, wir bekommen Gesellschaft. Oh, raus hier. Okay, was ist das hier für ein Ding? Give it to me, baby. Mhm, mhm, mhm. Ah, ja. Okay, 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 okay. Also nach oben. Unten. Und jetzt habe ich hier Energie. Ey, Luke, was zum Geier kann man denn hier machen? Ach, hier kann ich mich verkleiden. Oder habe ich da eben gerade was falsch gehört? Eben verkleiden gelesen. Ah! Alright. Moment, das muss hier hin. What the heck? Ich habe eine Mülltonne gefunden. Eine galaktische Mülltonne. Fürs Protokoll. So, wir gehen mal nach oben. What? Ist das Ding wirklich ohne mich da hoch? So, jetzt hier. Kleine R2-D2 kommt mit. Clever, clever, clever. Wie kann ich hier... Achtung, wir machen Bumm. Brandgefährlicher Schrott. Oh, nochmal hier durch.
Also oben sind wir schon mal richtig. Ah, wir sind schon relativ weit. Was den Fortschritt angeht. Ah, den gönne ich mir jetzt noch. Oh, wow. Alright. Okay, warte, ich kann hier irgendwas Cooles zusammenbauen und yes! Na also. Aber wenn es hier in der Gegend 2 von 5 zu entdecken gibt, dann habe ich ja noch voll viel vor mir. Also wer sehr viel entdecken will, ist hier genau richtig. Moment. So. Tja, wir bauen Lego. Wer hätte das in einem Lego-Spiel erwartet? Die neue Sensorschüssel ist bereit zur Installation. Wir müssen Chewie Feuerschutz geben. Dankbares Brüllen. Wow, Sniper von hier drüben auch noch. Wow. Wenn die treffen, geht dann der Fortschritt zurück? Okay, wir sollten lieber gucken, dass wir näher rangehen. Es ist nicht so easy, die zu treffen. Ah, hier ist noch einer auf der anderen Seite. Oh Gott. Na gut, ich laufe rüber. Wow, 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 wow. Ui. Da joggen wir lieber mal ganz schnell rüber. Ein Herz. Lego-Herz. Ein Herz für Lego. Naja, Lego ist eigentlich voll die A-Loch-Firma. Also, so gesehen will man Lego unterstützen. Tun wir eigentlich gerade. Hm. So, komm, hau ihn weg. Alright, kommt hier noch jemand? Oh yes, wir haben es hinbekommen. Aber wo sind denn die anderen drei? Wahrer Jedi. Echter wahrer Jedi bin ich. Nicht zerbröseln. Okay. So, Chewie zieht durch. Gut gemacht, Chewie. Weiter so. Das alles? Natürlich müssen wir da auch noch rein, du Schlaufer. Los, öffne die Rampe. Oh Gott, die Rampe dauert ewig. Chewie! Mach mal hin hier. Muss runter, sonst machen wir es nicht mehr lange. Beeilung, Chewie, Beeilung. Repariere es aber richtig. Wir müssen in einem Teil hier rauskommen. Nicht in 7000 kleinen. So, Achtung. Boah, war das knapp. Ist hier drüben los? Uff. Die fetzen uns hier aber ganz schön mies zusammen. Okay, die haben sogar unterschiedliche Waffen. Die hier unten. Sie fallen noch am... Boah, die Falle ist schon wieder durch. Also, die hält nicht besonders lange, ne? An sich sehr cool, die Falle. Die geht halt super. Ey, was? Und schon wieder down, das Ding. Unglaublich. Unglaublich.
Jo, können wir jetzt bitte gehen? Lass mir hier noch ein Herz mitnehmen. Ab in den rasenden Falken. Whatever. Chewie, schaff uns raus hier! Das waren die Droiden, die wir gesucht haben. Schnallt euch an, ich mache jetzt den Sprung durch die Lichtmauer. Das muss jetzt bald Alderaan sein. Was? Wo ist es? Vernichtet. Vom Imperium. Er fliegt auf den kleinen Mond zu. Das ist kein Mond. Es ist eine Raumstation. Oh, ein Traktorstrahl hat uns erfasst. Er zieht uns rein. Da verliert ihr, aber es gibt eine Alternative zum Kämpfen. Niemand an Bord, Sir. Schick einen Spürtrupp an Bord. Ich will jeden Winkel durchsucht haben. Jawohl, Sir. Ich fühle etwas. Eine Präsenz. Wie ich lange nicht mehr... Nein, das war's nicht. Ja, ja, nein. Ja, ja, das... Nein. Ja. So vertraut. Lächerlich. Selbst wenn ich starten könnte, würde ich am Traktorstrahl festkleben. Überlass das mir. Alter, Alter, wie Chewie da aber auch so ein Bettvorleger war. So ein Chewie-Teppich. Vara Jedi! 4 von 6. Naja. Naja, nee. Da ich nicht verkleidet bin, sollte ich besser Abstand von diesem Kollegen halten, um keine Aufmerksamkeit zu erregen. Han Solo Sturmtruppler, Bösewicht. Wir müssen höher rauf. Genauer gesagt, in den Kontrollraum. Da oben. Alright. Chewbacca und ich warten hier, bis ihr den Weg zum Kontrollraum gesichert habt. Je weniger Wookies unterwegs sind, desto eher bleiben wir unentdeckt. Das ist vielleicht gar nicht mal so dumm. Okay, hier kann man wieder alles zerstören, aber muss man nicht. Man muss es einfach nicht. Na gut. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Grüße, Genosse! Ich soll mich im Kontrollraum melden, aber die dumme Tür klemmt schon wieder. Wo sind diese Wartungsdruiden, wenn man mal einen braucht? Ich werde mich drum kümmern. Auf dem Kopf sollten wir am Terminal vorbeikommen. Verwenden. Okay. Easy. Easy. Bin ich auffällig, weil ich hier Sachen zerstöre? Ich schätze, wir werden die Thermaldetonatoren dieser Uniform ausprobieren. Oh, wow, 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 wow. Achtung. Und wahrscheinlich wieder dasselbe Rätsel, oder? Ja! Wahnsinn! Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht, dass hier exakt identisch dasselbe Rätsel nochmal kommt? Nochmal, nochmal! Ich glaube, damit hätte niemand gerechnet. Einmal. Alright, wir haben Juice.
Gern geschehen, Kollege. Warte mal, wo müssen wir hin? Er will, dass wir hier hingehen. Aber dann will ich wissen, was da drüben ist. Ich wette, hier kann man auch wieder super viele Steine finden. Ich meine, es sind wie viele? 1166. Jo, da kommen wir nicht weiter. Ich meine, klar, man hat eine Menge Spiel, weil man die ganzen Star Wars Episoden hat, aber trotzdem. Das ist schon eine Menge Zunder. Ja. Gehen wir mal rein. Hm. Oh, hallo. Was kann ich heute für euch? Er sagt, er hat die Hauptsteuerung für den Energiestrahl gefunden, der das Schiff festhält. Ich muss alleine gehen. Die Macht wird mit dir sein. Immer. Die Prinzessin, sie ist hier? Prinzessin? Ich fürchte, ihre Exekution ist schon geplant. Wir müssen etwas unternehmen. Wir sehen uns beim Schiff. Du, liebe Güte. Alter, das Vieh da oben. Alle Lichter und Kochtüren sind außer Betrieb, bis die Eindringlinge gefunden wurden. Oh, Chewie ist dabei. Als Gefangener. Du bist unser Gefangener und wir bringen dich in den Inhaftierungsblock. Kapiert? Weil wir die Prinzessin retten müssen, darum. Ja, weil wir die Prinzessin retten müssen. Die Turbolifte bleiben alle abgeschaltet, bis ihr Idioten die Rebellen gefunden habt. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bewertung wäre Goyle. Du hast dich nicht im Griff, Mann. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und tschüss.